draufhauen. Hey, habt ihr auch Leute da rumspringen? Ja, Dorlera, wohl. Wir ein bisschen Schnee hochwerfen. Komm, wir werfen Schnee hoch. Das ist bestimmt super cool. Ich mach Spaß. So, da oben, da ist die Kanzelwand. Kann man schön sehen, von da oben bin ich gestartet. Da ist die Bahnstation. Da fahren die Gondeln runter ins Tal. Und ich bin hier an dem Pass entlang von da unten gekommen und bin nach Mittelberg. Und bin jetzt hier rausgekommen. Wahnsinnsausblick. Ja, und bevor ich nach Mittelberg laufe, ist nochmal mit 42 Stunden angegeben, werde ich die Kuhkernspitze nochmal hochlaufen. Die ist hier hoch, 15 Minuten. Das werde ich jetzt nochmal machen. Die letzten Höhenmeter bis zum Gipfel. Ich habe gerade Glück. Ich bin gerade in der Sonne, links und rechts von mir zieht es jetzt langsam zu und wird dunkel, aber hier ist noch alles gut. So. Wahnsinnsausblick. Hier ins Kleinwalsertal. Da sieht man ihn. Den großen Widerstein. 2533. Den habe ich am Sonntag bestiegen. War auch eine sehr schöne Tour. Und da unten das Kleinwalsertal, und man kann sehen, da unten ist das Apart-Hotel, und da laufe ich jetzt runter, circa 2,5 Stunden von hier, schöne Tour, wie man sehen kann, hier durch den Schnee, und dann später unten, sage ich mal, man sieht es ja, ist dann kein Schnee mehr, dann ganz normaler Boden, und hier nochmal rüber der Blick
zur Kanzelwand. Und hier der Übergang. Man sieht da unten die Leute laufen. Das war ja auch mein Weg. Da bin ich lang gegangen und später gehe ich dann da unten runter. So, hier sind wir 1910 Meter. Ich befinde mich hier jetzt weiter auf dem Abstieg in Richtung Mittelberg. Dort unten kann man schon sehen. Es sind aber noch ein paar Höhenmeter. Aber lässt sich gut laufen. Unten kann man schon Mittelberg jetzt gut erkennen. Ich bin hier jetzt momentan auf 1700 Meter, circa noch ein bisschen mehr als 550 Meter bis ins Ort hinein. Das Bergpanorama ist gut zu erkennen. Da hinten mit dem großen Widerstein, der da hinten empor hat. Und hier geht es erstmal serpentinmäßig bis ins Tal. Ich bin jetzt schon fast im Tal angekommen, noch ca. 150 Höhenmeter, dann bin ich zumindest im Mittelberg, vielleicht noch 2-3 Kilometer und dann Fußweg und dann bin ich da angekommen. Sehr schöne Tour, gerade abwechslungsreich gewesen mit Schnee, bisschen Schlamm war auch dabei, aber hat sich im Maßen gehalten, von daher wirklich schön und hier unten, wie man sehen kann, alles trocken. Und das Wetter war meistens klar, so dass man einen schönen Ausblick hatte. Und dann macht es doppelt so viel Spaß. Ich bin jetzt in Mittelberg angekommen nach knapp 11 Kilometern, 3,5 Stunden
wahnsinnig schöne Tour. Und ja, das Wetter in Mittelberg ist auch schön.